Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ. Ja, wie man unschwer erkennen kann, bin ich gestorben und habe mich jetzt schon mal ein kleines bisschen ausgerüstet. Chris und Tobi, Quatsch, doch Chris und Tobi ist richtig, sind immer noch am Airfield, rüsten sich da noch ein bisschen aus. Jo. Gucken noch ein bisschen. Können wir uns eigentlich mal angucken. Jetzt nicht, was das heute ist mit diesen Telefonen. Ich wollte es gerade sagen, heute ist ein bisschen komisch bei dir. Kann ja aber jemand anders rangehen, sind ja noch andere Leute im Haus. Ein Kompass, juhu. Kein Platz. Also bisher sich niemand auf dem Air fehlt. Naja, nur weil du es nicht siehst, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Nee, ich habe auch gesagt, bisher. Na gut, aber so viele sind noch gar nicht auf dem Server. Sind wir jetzt so viel? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, so um den Dreh. Du weißt doch, wie das manchmal so ist, ne? 20 Leute und 10 davon am selben Ort. Oder mehr. Ja. Und meistens da, wo man sie nicht erwartet. Genau hinter einem. Wenn man spawnt, natürlich. Wenn man spawnt. So. Ja, so weit kann ich nichts erkennen, ob da irgendwo was läuft. Aber die Türen hier sind offen. Ja gut, das hat nicht mehr unbedingt was zu heißen. Hier sind was. Die Nähkästchen. Also das ist gar nicht mal so schlecht, da kann ich mal eben meine Weste und meine Hose und so. I'm walking. Motorradhelm. I'm walking. Ja, das alles. Meine Sachen sind alle ruined, also. Ja, okay. Dann kannst du nicht patchen. Ja. Kami Chobo. Kann ich mal kurz mit meinem Fernglas gucken, ob ich was sehe. Mit dem Ding sieht man etwas weiter. Ich sehe Zombie. Ja, und ansonsten eigentlich nichts. Ich könnte ja mal den Zombie ausschalten und gucken, ob sich jemand drauf reagiert. Ja, dann denke ich mich mal daneben. Feuerfrei. Atme mal ein bisschen ruhiger da, Junge. Ja, das gibt's leider auch noch nicht als Einstellung. Luft anhalten. Sehr praktisch, ja. Aber getroffen. Kommt aber auf Garantie noch die Einstellung. Ne, den hast du nicht getroffen. Nee. Kommt aber jetzt. Ah, komm schon! Zieh doch mal ein paar Tacken ruhiger. Ey, der liegt auf dem Boden mit einem ausgeklappten Bipod und zielt trotzdem, als wenn er, weiß ich nicht, gerade einen Marathon gelaufen wäre, stehen. Ja. Seid ihr davor gerannt? Nein. Der atmet ja auch nicht wirklich schwer. Oh, jetzt hast du ihn getroffen. Gehen wir mal weiter. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Elektro. Mal gucken, welche freundliche Person mir da begegnet. Wahrscheinlich wie die letzten Male nicht eine einzige. Gucken, ob Tobi und ich jetzt ein paar freundliche Leute hier angelockt haben. Ob wir ein paar freundliche Leute treffen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Zwei Zombies erschossen. Also. Ja, das kann schon Aufmerksamkeit erregen. Sollte uns ein Spieler entgegenkommen, wird er direkt über den Haufen geknallt. Ja, ist klar. Ich hatte dich übrigens gerade im Echo, weil du die Shift-Taste gedrückt hast. Ja, ich wollte einmal nochmal gucken, ob das jetzt Caps Lock war oder Alt. Es war Caps. Capsule Lock. Das ist ganz schön geleckt. Also bei mir gibt es heute wunderschöne Landschaftsaufnahmen. Immerhin. Steht aber alles offen. Na gut, aber wie gesagt, das muss nichts heißen, weil das Zeug liegt ja zum Beispiel hier unten, ist noch eine Tür zu. Und hier liegt ein 30er Magazin. Zombie. Gut, dass man dich auch vorher hört. Ja. Okay, witzig. Wenn er die Axt auspackt, rennt er erstmal 15 Meter nach vorne. Mhm. Ah ja, okay. Das erwähnte ich schon mal in den letzten Folgen. Habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, dass er bei mir so war. Da kann er jetzt mal nur, ja, das ist so normal so. Ja, wenn du im Laufen bist, dann läuft er weiter. Das ist richtig auch normal. Auch im Stehen. Ja. Ja. Nein, auch wenn du einfach nur stehst. Ja, das ist neu. Ich muss mich jetzt erstmal gleich bandagieren, weil der Zombie hat mich einmal getroffen und ich habe natürlich sofort angefangen zu bluten. Stell mal die Sicht mal kurz wieder scharf. Ich finde es aber auch interessant. Ich habe jetzt 7, 8 Zombies umgemäht. Ich habe mich einmal geblutet. Ja.
Und ich voll equipped werde einmal getroffen und blute natürlich sofort. Na gut, sie haben mich ja nicht getroffen. Immer schön aufs Gesicht hauen und dann passt das schon. Das Ding fliegt dann wieder raus. Ups. Wenn ich einen Helm und sonst weiter nichts, war oben irgendwas? Ein paar Waffen, wenn du eine willst, da oben liegen noch eine ganze Reihe. Also wenn du hochkommst, direkt hinter der Treppe im Endeffekt. Liegt ein Waffenholz da? Ja, links in dem Raum liegt nicht viel, aber direkt hinter der Treppe liegt, liegen ein paar Waffen. Da liegt eine SKS und eine Magnum, eine Segel, ein Helm. Das wird schon eine extrem spannende Folge bei mir. Rumlaufen? Ja. Aber ich schätze mal, so Ende der Folge müsste ich dann in Elektro ankommen, dann wird es so wieder ein bisschen spannender. Klingt doch schon mal gut. Ich sprinte ja schon durch. Ups. Ah. So, jetzt nehmen wir mal kurz. Nächstes Räumchen. So, erstmal einen Schluck. Wenn man die ganze Zeit auf Alt gedrückt hält und Sachen mal sich umguckt und dann Tab drückt. Eine gute Idee. Das ist richtig. Aber Aufnahme läuft doch, alles in Ordnung. Jetzt mal eine Sekunde Standbild drin. Es hat angefangen zu regnen. Ja, hier liegen Canvas Pants. Hier ist eine Potato, aber die esse ich mal lieber nicht. Rotten. Ist da noch drin? Kriegen Besuch. Warte mal, ich nehme meinen. Mein Leck probieren, genau. Okay. Also so leise ist die M4 jetzt doch nicht, trotzdem ich den Suppressor drauf hab. Nee, hab ich auch, wenn ich die schon mal hatte, hab ich das schon bemerkt. Was ist das für ein Moment? Die wird nicht wirklich leise. Na gut, das ist ja auch eine ziemlich laute Waffe, muss man ja sagen. Ja gut, das ist ein Sturmgewehr, ist halt nichts für... Also wenn du leise Leute töten willst, nicht damit. M68 Comp M2 Optics. Ich glaub Nachtsicht. Die Nachtsicht. The battery powered non-magnificent red dot reflex sight. Also ein Rotpunktvisier. Ich kann sagen, Nachtsicht. Ich habe nur battery bla gelesen. So. Weapon Flashlight im Pristine, Tobi. Weapon Flashlight habe ich aber, glaube ich, tatsächlich schon eins. Und auch das ist Pristine? Aber worn. Gott sei Dank, meins ist aber worn, das heißt, wir können ja mal tauschen. Ja, hier, ich habe es hier liegen lassen. Ja. Ich bin doch gerade eben hochland gelaufen. So. Ändern wir einfach mal nur, wo die Batterie drin ist und lassen das kaputte liegen. Jetzt brauche ich nur noch das Richtige, wo ich das Ding ranmachen kann. Ich habe gerade auf die Pistole gewechselt, weil mir einfiel, dass ich auf der M4 noch, auf der Mose noch keinen Schalldämpfer habe. Aber sei mal ganz ehrlich, es lohnt sich. Ich meine, wenn man so viel Munition hat wie wir im Moment, dann kann man die halt auch mal auf die Zombies verbraten. Ja, klar. Wäre halt mal interessant, ein paar Spieler zu finden, die man über den Haufen schießen könnte. Wenn wir zu dritt sind und ein bisschen ausgerüstet, dann können wir mal auf einen schönen vollen Server gehen. Dann brauchst du natürlich. Hat einer von euch einen Revolver? Momentan gar nichts. Nicht mehr, nein. 357er Speedloader im Pristine. Ja, ich habe aber keinen mehr. Ich nehme den Speedloader mal mit. Jo, solange Platz ist, nimm mit. Kann man ja später noch rausschmeißen. Wenn kein Platz mehr ist, kann er immer noch rausfliegen. Sachen im Pristine sind natürlich immer... Jetzt noch Stiefel. Ja, Stiefel habe ich schon. Ja, meine sind worn, aber die sind auch badly damaged. Ja gut. Ah ne, meine sind Pristine. Gut. Ach nee, ich komme jetzt in Kamichovo an. Stimmt ja, ich meine, soll nicht. Zombie? Okay, dauert dann wirklich das Ende der Folge. Hast du geschossen, Tobi? Ja. So, von wo kommt der nächste? Von hinten. Zwei Stück, einer direkt hinter dir und einer ist bei mir. Okay. Meiner ist hin. Deiner auch? Ja. Da kommt. Okay, nee, doch, die beiden von rechts kommen, von links kommen. Nimm den hinteren. Zack.
Haben wir gerade exakt gleich geschossen? Oder war der nur so leise? Ich habe keine Ahnung, ich vermute mal, wir haben gleich geschossen. Ich muss mich mal eben verbinden. Ja, finde ich mal. Das ist übrigens der einzige Nachteil in diesem Spiel, wenn man tatsächlich auf Zombies mit Waffen schießt, dann lockt man natürlich auch gleich so ziemlich alles, was in der Umgebung an Zombies rumkreucht und fleucht, wie ich gerade sehe, kommt da von hinten noch so einer angesprintet. Lockt man das halt alles an, aber... Kommt vor. So, mal gucken, ob es hier was in der Polizei gibt. Komm. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er wieder, jetzt. Okay. Warum bist du nicht umgefallen? Hallo, Freundchen. Sag mal, geht doch. Weißt du, wenn er ihm direkt... Wo kommst du denn? Ich würde sagen, ich habe eine Runde Reis gefunden. Und eine M4. Fuck, ich wollte auf der mit der Shotgun auf den schießen und ich habe aber mit der Shotgun nichts mehr drin. Ja, jetzt ist er tot. Ich musste gerade nachladen, das war unpraktisch. Ich versuche gerade das Magazin von der FNX runterzunehmen. So, jetzt muss ich mal kurz wieder in die Konfigurationen reingehen, damit man wieder... Okay, jetzt wechsle ich doch auf die Axt. Hinter dir, Zombie. Ah ne, kommt zu mir. Ja, super. Lad gerade nach. Er hat sich's gerade anders überlegt. Jetzt vielleicht auch mal hinlegen, Zombie, bitte. Schade. Geht doch. So. Blut ist. Ja, ich weiß. Aber ich habe die Verbände noch in der Hand. Ich mach schon. Ist eine M4-Muni wäre jetzt mega geil. Jetzt verbinden wir mich beide gleichzeitig. Naja, doppelt hält besser und so, ne? Jo. Genau. Dann blutest du beim nächsten Mal nicht so schnell. Oh, schön wär's. So, jetzt mal kurz ins Inventar gucken. Da ist noch ein Zombie. Ey. Okay, wir hören dir schon auf zu schießen. Okay, so viel dazu. Da ist noch einer. Ja, direkt hinter dir. Ich würde sagen, der hat getroffen. Ja. Jetzt kommt von da noch einer. Da hinten kommt auch noch einer, den übernehme ich. Hinter mir stand noch einer. Und von da kommt noch einer. Ja, wir machen heute ein bisschen Zielübung, ne? Ich möchte behaupten, ihr habt Spaß. Ja. Wir haben Zombies hier, ja. Man kann sagen, wir haben Zombies. Zombies ohne Ende. Aber Munition muss ja irgendwie mal ein bisschen alle werden, damit es Platz hat. Sei mal ganz ehrlich. Scheint aber jetzt ruhig zu sein. Aber ganz ehrlich, also wenn jetzt hier irgendwo Spieler waren, dann wissen die mittlerweile, da kommen welche, die sind ziemlich schießwütig, die sollte aufpassen. Ja. Ich glaube mal meine Mose noch. Ist, und wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, ist das eigentlich auch saumäßig leichtsinnig, was wir machen mit dem hier rumrennen und ballern wie sonst was, aber. Kann auch vorteilhaft sein. Kann. Indem du Leute dann verschreckst. Ja, meine ich ja. Es kann aber auch mächtig in die Hose gehen. So. Ja. Tactical Launcher. Ich bin übrigens in der Baracke hier vorne drin, ne? In der kleinen neben den Hangars, oder? Ja, in der neben dem Rollfield, was jetzt gleich kommt, das Haus. Super, ein Rucksack. Also da wo wir jetzt gerade die ganzen Zombies getötet haben, oder bist du schon weitergelaufen? Kommt gleich, glaube ich, ein Zombie zu mir gelaufen. Also ich sehe einen auf dem Airfield laufen. Hast du die Schüsse gehört? Ja. Das war ich. Siehst du mich? Ich komme jetzt gerade erst wieder raus. Ja, und von hinten kommt ein Zombie. Feuerfrei. Und liegt. So, da läuft ja. Rucksack, M4. My leg is painful. Ah, super. Ist aber noch nicht gebrochen.
Nein, aber dann kann es auch sein, dass das recht schnell passiert. Hier war nichts drin, oder? Na doch, dass das bisschen was drin war, was ich gebrauchen konnte, habe ich mitgenommen. Und die M4 habe ich liegen lassen, weil ich brauche sie halt nicht. Ich habe eine. Da ist noch ein Zombie irgendwo. Ist schon weitergegangen, oder? Ja, ich bin in dem Gelände davor. Auf diesem Industriegelände da. Aber hier ist der Zombie nicht. Ah, er kommt gleich wieder hinter dir. Und es wird Nacht. Das gefällt mir aber überhaupt gar nicht. Kommst du Zombie oder kommst du nicht? Hm. Also ich kann ihn hören, aber... Irgendwie... Hören kann ich ihn auch. Nicht zu sehen, aber zu hören. Wie kleine Kinder. Solange sie zu hören sind, sei es in Ordnung. Kommt denn der zu mir? Hast du ihn da nicht irgendwie sehen müssen? So, jetzt trinkt erstmal schön eine Nota-Cola. Überhaupt keine Anspielung auf irgendwelche bekannten Marken, die es schon gibt. Ich trinke in der Zeit das weltweit bekannte Getränk Pepsi. Mhm. So, Moment, ich habe jetzt hier... Kann ich gleich mal wieder... meine Waffe neu laden. You have drunk a Pepsi. My leg is painful. Mhm. Ich glaube, ich viel guckt die nicht voll. Mal mitzumachen. Zu gucken. Könnte sogar sein, dass ich tatsächlich Painkiller dabei habe. Nein, natürlich nicht. Okay. Habt ihr gerade schon den Zombie gehört? Ja. Meine Fresse, wie viele rennen denn hier rum? Das ist eine Zombie-Apokalypse, was erwartest du? Wir müssen aber deswegen alle uns auf den Sack gehen, können nicht Erik hinterherlaufen? Nee, die wissen, dass ich so umbox. Bei dem ist nichts zu holen, daran liegt. Der M4, Rucksack hab ich jetzt auch, ordentlich Essen, bisschen Muni, sowas habe ich schon wieder. Wir haben eine Gartenhoe, hallo? Das überbietet alles. Eine Amphibie. Ha, ich auch. Farminghoe habe ich. Boah, gehen die mir auf den Sack, die Zombies. Meine Fresse. Steht denn da Sprühfarbe? Ja. Der Server wird langsam auch voll. Oh, cool. Lohnt und sich das Rumschießen wahrscheinlich auch langsam. Und Osama ist auf dem Server. Also nehmt euch in Acht. Oh mein Gott. Oh, hier liegt ein grüner Rucksack. Ist ja doch wieder ausgeblüxt. Hinter dir Zombie. Okay. Der kann hier oben gar nicht sein. Aber, ist der Rucksack... Der ist unten. Wo ist er durch die Wand wieder weggeglitscht? Was liegt denn oben drauf? Irgendwas. Ach, hier sind da zwei. Hackt's raus. Ten Round. Na, ne, ich will kein Magazin für die Punkt 22er. Geh mir weg. Okay, Zombies können scheinbar tatsächlich doch Treppen hochlaufen. Mittlerweile. Ja. Nee, der ist ja nur hochgeglitscht. Der glitscht ja schon die ganze Zeit hoch. Hier liegt noch einer rum, aber ich erwischt den. Den hab ich gerade auf der Treppe erschossen, den anderen. Nee, unten rennt noch einer rum. Oh, die glitschen ja so schön durch den Boden durch die Gegend und sind auf einmal so schnell. Chuck Norris-Syndrom. Nächster Zombie, wo bist du? Wer ist hier drin bei mir? Achso. Warst du das? Ja. Dum, 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 dum. Ist er tot? Ja, so. Hat ja auch genug Munition jetzt abbekommen, oder? Das wollte ich gerade nämlich fragen. Ich würde mal behaupten, ich bin bei Elektro angekommen. Und ja, wir sind auch schon bei der Zeit wieder angekommen. Okay, dann sitzen Chris und ich uns hier drüben kurz wo rein. Einfach nur, damit wir halbwegs geschützt sind. Ich krüppe mit meinem gebrochenen Bein. Na, du hast es nicht gebrochen, zum Glück, ansonsten ist es ein Problem. Oh ja. Ja. Dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Ja. Ganz genau, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.